Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen deutschen CSM-Tutorial. Ich werde euch heute erklären, wie ihr euren neuen Clan einrichten müsst. PR-Manager. Also, wir haben hier eine Liste von PR-Managern. Was wir suchen, ist ein 551 PR-Manager, das heißt Marketing 5, Sponsoring 5 und Events 1. Den haben wir leider nicht, wir haben aber einen 545, das ist auch gut. Hauptsache, er hat Marketing 5 und Sponsor 4 mindestens, dann passt die Sache. Jetzt sehen wir auch hier schon, wir haben einen Reward dafür gekriegt, also eine Belohnung dafür, dass wir jetzt einen PR-Manager eingestellt haben. Das kriegen wir bei allen Sachen, die wir am Anfang machen. Sponsor. Kommen wir zum Sponsorpaar. Nachdem wir PR-Manager eingestellt haben, suchen wir uns einen Sponsor aus. Da wir auf junge Spieler gehen, die nicht viel können, nehmen wir einen Wochensponsor. Das heißt, dass wir fix einen Betrag kriegen am Anfang der Woche und nicht auf Wins oder Runden oder halt TV-Viewer angewiesen sind. Jetzt haben wir hier wieder eine Belohnung bekommen. Players. Schauen wir uns mal an, was für Spieler wir haben. Da es uns um junge Spieler geht, sollten wir diese hier alle austauschen. Da oben sieht man das Gehalt, das ist relativ hoch. Die Spieler sind alle relativ alt. Es geht von 13 bis 42, wobei die mit 28 dann Skillpunkte verlieren. Das heißt, wir wollen eigentlich 13, 14, 15-Jährige am Anfang, die wir langsam hochtrainieren, die relativ günstig noch sind und die dann später besser werden. Finances. Schauen wir uns mal unsere Finanzen an. Da sehen wir oben unsere Total Assets, also unser Gesamtvermögen. Dann, was wir diese Woche plus oder minus gemacht haben, die aktiven Gebote auf Spieler. Da unten sehen wir eine History, die uns anzeigt, wann wir was eingenommen oder ausgegeben haben. Und hier sieht man nochmal die Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Das ist ganz interessant. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Training. Beim Training kommt es am Anfang darauf an, erstmal zwei Räume zu mieten, um den Reward abzugreifen. Hierfür brauchen wir einen Vier-Mann- und einen Zwei-Mann-Raum, weil das die günstigste Kombination ist. Ich empfehle da Aim als wichtigsten Hauptskill der Vier-Mann-Räume und Quickness bzw. Awareness als Secondary Room, der nur zwei Spieler beherbergen kann. Dort ziehen wir jetzt einfach per Drag and Drop unsere Spieler rein, drei in Aim und zwei in Quickness. Diese machen dann immer morgens um 8 Trainingspunkte gut und dann ist unser Ziel auch erreicht, sobald die Trainingspunkte das erste Mal gut geschrieben werden. PCW. PCWs sucht man am besten über den PCM Market. Hier stellen wir ein, dass wir einen Unterschied von 10.000 im Value noch als PCW-Partner akzeptieren wollen. Es ist leider keiner da. Wie man unten sieht, keine Search Results. Schauen wir mal, was morgen da ist. Ebenso nichts. Und schauen wir noch übermorgen. Auch nichts. Gut, dann müssen wir wohl selber welche erstellen. Dazu gehen wir einfach oben auf Create. Geben einen heute, zwei. Machen noch einen extra, einen dritten PCW. Das können wir aber nur heute machen, weil sonst die Fitness zu niedrig ist. Also da mit Behut vorgehen. Geben als maximales Gap 10.000 an, weil es uns am Anfang relativ egal ist, ob wir viele Trainingspunkte machen oder weniges. Uns geht es hauptsächlich ums Geld, das dadurch reinkommt und dass die Spieler nicht schlechter spielen ohne Training. Das machen wir noch für morgen. Und das Ganze jetzt nochmal für übermorgen. Das sieht man auch schon unten in der Liste unsere PCWs. Die können wir nicht selber annehmen, aber jeder andere Spieler, der aktiv ist, sieht das jetzt auch. Und der dieses Gap erfüllt. Das heißt, irgendwann wird es jemand annehmen und dann haben wir zwei PCWs bzw. drei. Bootcamp. So, das Ganze jetzt in einer fortgeschritteneren Variante nennt sich Bootcamp. Da sucht man sich einen festen Partner aus, geht dann auf sein Profil unter PCW, stellt ihn erstmal als BC-Partner ein, das heißt, er kann einen fordern und im Urlaub werden die Challenges sogar automatisch angenommen. Dann schaut man, was für Matches gerade offen sind. Man sieht hier, er hat schon zwei. An den vorherigen 3 Tagen, dann fordere ich mal nur für den letzten Tag, also den vierten Tag, zwei. Und wenn er die annimmt, dann spielen wir gegeneinander. Server. Beim Server sollte man darauf achten, dass man am Anfang 128 von 128 HLTV-Slots belegt hat. Das heißt, dass man auch den 128-Mann-Server mieten muss. Und da die Slots dann vollkauft. Da kostet einer 100 CSM, das sollte man aber investieren, da man dadurch auf jeden Fall Gewinn macht.
Früher oder später sollte man dann einen 192er Server mieten und die HLTV-Slots wieder füllen. Jetzt benennen wir erstmal unseren Server um. Das ist einfach nur ein Gimmick, dass der Gegner sieht, okay, ich habe auf dem und dem Server gespielt. Jetzt schauen wir uns mal die Overview an. Okay, keine Mission. Genau, jetzt ändern wir noch bei Clan-Settings den Clan-Namen. Ähnlich wie dem Servername, das ist einfach nur ein Gimmick, damit die Gegner sehen, gegen wen sie spielen. Und natürlich will man seinen Clan ja auch individuell benennen. Jetzt kann man noch einen Clan-Tag vergeben. Das kann man vor- oder nachstellen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich das hier am besten mache. Sieht irgendwie alles nicht so toll aus. Ja, da kann man auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Natürlich sollte man da versuchen, keine Beleidigungen reinzuschreiben oder irgendwelche Sachen, die generell im Internet nicht so gern gesehen sind. Speichern wir das Ganze. Transferlist. Kommen wir zur Transferliste. Hier sieht man von allen Managern, die im Spiel sind und von dem CS-Manager-Bot, Spieler, die angeboten werden. Die jetzt gerade angeboten werden, da gibt es eine Deadline, das ist ein Startgebot und ein aktuelles Gebot. Da kann man drauf bieten, man sollte am Anfang aber vorsichtig sein, weil man sich natürlich nicht zu gut auskennt. Medic. Jetzt kommen wir mal zum Medic. Der Medic kann Spieler analysieren. Spieler analysieren heißt, dass er Spielerlimits analysiert. Diese Spielerlimits gehen von 70 bis 100. Das heißt, 100 ist das Maximum, 70 ist der schlechteste Wert. Und die besagen, wie hoch der einzelne Skill trainiert werden kann. Das heißt, man will möglichst hohe Limits haben, damit der Spieler die Skills möglichst hoch trainieren kann, um möglichst gut zu werden. Dabei ist noch zu beachten, dass die Top 5 Skills Aim, Handling, Quickness, Determination und Awareness sind. Und es hauptsächlich auf diese 5 Skills ankommt. Und wir haben uns jetzt mal einen Medic engagiert, der relativ gut analysieren kann. Das heißt, die Zeit, die er braucht zum Analysieren, ist relativ gering. Hier wird auch gerade schon was analysiert, das brechen wir mal ab, weil das nicht der Spieler ist, der jüngste bei uns im Team ist. Es lohnt sich eigentlich nur Spieler zu analysieren, die maximal 18 Jahre alt sind. Danach ist das Analysieren eher unnütz. Mail. Mails sollte man auch ab und zu mal reinschauen, da stehen wichtige Sachen. Ich markiere das immer gerne mal als gelesen komplett, weil ich ja schon etwa weiß, was drin steht, aber die Neulinge sollten es durchaus lesen. Leak and Mission. Jetzt schauen wir uns mal die Liga an. Die Liga sagt uns oder gibt uns Aufschluss darüber, welche Mission wir annehmen können. Wir sehen hier, wir sind Rang 11 und haben 168 Runden bereits gewonnen, ohne etwas zu tun. Das ist schön. Jetzt schauen wir hier mal, gegen wen wir gespielt haben und gegen wen wir noch spielen müssen als nächstes. Da sind sehr viele Clan-Nummer-Teams bei uns in der Liga. Das heißt, dass die Clans noch nicht vergeben sind. Das sind sozusagen Bots, die spielen. Das heißt, die spielen auch nicht besonders gut. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wollen wir mindestens Rang 10 erreichen? Das ist eine gute Frage. Das wäre nur ein Rang, aber vor uns sind eine ganze Menge echter Spiele, wie man hier sieht. Da wäre es fast zu empfehlen, die 175er-Runden-Mission zu nehmen. Da brauchen wir nur noch 7 Runden und es sind noch relativ viele Spieltage. Das machen wir jetzt auch. Und dann bekommen wir dafür sogenannte Missionspunkte. Diese Missionspunkte addieren sich auf unsere totalen Medienpunkte und diese Medienpunkte entscheiden im Anschluss mit der Liga, in der wir spielen, darüber, welche Sponsoren wir angeboten bekommen. Das heißt, umso höher wir spielen, desto mehr Punkte, bzw. Sponsoren, desto bessere Sponsoren bekommen wir. Schedule. Schauen wir uns hier nochmal an, wann wir was machen, welche Matches noch offen sind, das ist ganz interessant. Wöchentliche. Tournaments. Kommen wir nun zu den Turnieren. Hierbei gibt es wöchentliche Turniere, weltweite Turniere, die man hier sieht. Dabei können wir allerdings nur in die Skillgruppe joinen, die unsere Spieler gerade inne hat. Also wir können jetzt nicht in dieses Turnier hier, das auch schon voll ist im Übrigen. Wir müssten dann quasi in das, was grün oben angezeigt wird. Hier sieht man ein leeres Turnier. Da steht zwar jetzt ein Join, aber wir kommen da nicht rein. Das heißt, wir müssen in das Intermediate-Turnier, das noch nicht belegt ist, noch nicht gestartet ist. Da können wir jetzt auf Join drücken. Man sieht hier, das kostet uns was. Allerdings, der erste Join ist free, also ist das jetzt umsonst. 0 Coins steht ja auch da. Da sind wir jetzt drin.
Diese Turniere starten, wenn 16 Spieler angemeldet sind, und dann qualifizieren wir uns für ein Turnier ganz am Ende der Saison. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wir dafür auch nochmal CSM bekommen und Preisgelder und so weiter. Das gleiche gibt es nochmal für die Neulinge. Da geht es allerdings um, wie viele Tage man bei CSM registriert ist. Wir sind in der jüngsten Gruppe, also melden wir uns da auch an. Beginner's Wenn ihr noch Fragen habt oder generell nicht weiter wisst, am besten einfach mal im Beginners Guide schauen. Dort steht alles Wichtige drin, auch was ihr alles am Anfang zu tun habt, was auch in diesem Video erklärt wurde. Also wenn da noch Fragen sind, einfach mal den Beginners Guide aufrufen, der ist re recht ausführlich und erklärt die einzelnen Zusammenhänge nochmal akkurat, so dass sie jeder verstehen kann.